23. Spieltag in der Berliner Landesliga Staffel 1. Berlin-Hilerspor empfängt den FC Brandenburg. Dritter gegen Erster. Die Mannschaft von Trainer Isian Demir kann heute einen großen Schritt Richtung Spitzenposition machen. Neucoach Ersan Kasar, vor zwei Wochen erst ins Amt getreten beim FC Brandenburg. Auch im Fokus natürlich der 13-Tore-Mann Ronaldo Cavalcante. Genauso wie auf der anderen Seite Mehmet Uzunur. Er schoss bislang 23 Tore. Die erste Szene hatte der Spitzenreiter. Und da ist er gleich. Ronaldo Cavalcante. Aber kein Problem für Rezat Eksi im Tor von Hilalspor. Die Partie bewegte sich noch auf etwas überschaubarem Niveau. Hier schmeißt sich Uzunur in den Ball. Wird steil geschickt und Mehmet Uzunur mit der Erstmöglichkeit für den Gastgeber. Aber auch Keeper Machalski von Brandenburg ist zur Stelle. Danach hatte Uzunur das Bein etwas zu hoch. Die Chance, die muss er aber eigentlich machen. Nächste Möglichkeit, Ecke, klasse verlängert. Und die Riesenmöglichkeit für Yilmaz. Tolle Ecke von Temel auf den kurzen Pfosten. Yakut verlängert. Und der kleine Yilmaz mit der Riesenmöglichkeit. Dann wieder die Brandenburger. Freistoß, Cross. Und ein toller Kopfball. Allerdings klasse gehalten. Auch wieder von Rezat Eksi. Zweite Halbzeit. Wir sehen jemanden, der sich den Ball zur Ecke bereitlegt. Der Mann mit der Nummer 37 ist Zafa Yelen. Im Winter gekommen. Machte bereits 95 Zweitligaspiele, 20 Bundesligaspiele für Hansa Rostock und FSV Frankfurt. Prominenter Name also. Die Ecke, die kommt rein und der Kopfball wird nicht mit Erfolg gekrönt. Und dann ist es Haag mit dem Abschluss. Dann ist es wieder Zafa Yelen. Für Freischüsse war er bekannt und den zieht er direkt aufs Tor. Machalski ist allerdings hellwach. Verzeihung, Eksi. Und dann wieder die nächste Szene. Wieder Zafa Yelen mit dem Eckball. Und toller Kopfball. Auf der Linie geklärt. Und dann gibt es einen Pfiff. Gewusel im Strafraum. Elfmeter für die Gäste. Für den FC Brandenburg. Hilalspor können es nicht glauben. Allen voran Habibli nicht. Toller Kopfball von Riese zuvor. Aber da kommt er einfach zu spät. Und legt Çabuk. Der Elfmeter ausgeführt von El Mograbi. Sicher verwandelt. Platziert geschossen. Keine Chance für Rezat Eksi. Arafa El Mograbi. Sein siebtes Saisontor. Er ist der drittbeste Torschütze in den Reihen von Brandenburg. Dann wieder Brandenburg liegt nach vorne. Cavalcante, der Top-Torjäger. Kommt nicht zum Abschluss, aber dafür sein Kollege Jallo eingewechselt worden. Und dann gab es nochmal die Schlussoffensive für Hilalspor. Langer Freistoß und dann ist er da komplett blank. Machalski mit der Glanztat hält hier vor Emir Yildirim, auch er eingewechselt. Dann wieder tolle Balleroberung von Jallo. Jallo steckt durch, toll abgeblockt noch von seinem Mitspieler. Und die Chance für Benjamin Zielske. Toller Abschluss, toller Direktschuss, allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Letzte Aktion, der Torwart ist mit vorne. Eckball und Rezat Eksi mit der Möglichkeit nochmal, allerdings geht sie doch vorbei. Und Brandenburg siegt am Ende nicht unverdient mit 1:0 und sichert sich damit erstmal die alleinige Spitzenposition. Und will doch natürlich aufsteigen, oder nicht? Ersan Kasar. Die Jungs arbeiten gut, die Bedingungen sind besser geworden, unser Rasenplatz ist endlich auf einem guten Stand, das heißt, wir können auch gut trainieren. Wir müssen jetzt von Woche zu Woche gucken. Wir haben jetzt ein gutes Polster im Vergleich zu Hilalspor, allerdings ist Gato noch da. Ich weiß nicht, was Novi gemacht hat oder was sie jetzt noch machen, die spielen ja noch. Wir gucken auf uns, wir müssen den nächsten Gegner schlagen und den Gegner danach und den Gegner danach und dann steigen wir auf. Hilalspor fällt nach dieser Niederlage auf Platz 4 ab und ist aber trotzdem noch mittendrin im Kampf um die Aufstiegsplätze. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video.
Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.